Die Theorie der klassischen Konditionierung ist eine von mehreren Lerntheorien, die erklärt, wie durch Reize Verhaltensweisen entstehen können, ohne dabei auf die Vorgänge im Gehirn, Blackbox, einzugehen. Reize sind sehr verschiedenartig. Es können zum Beispiel chemische, mechanische, akustische oder Temperaturreize sein. Der Reiz trifft auf ein Sinnesorgan. Es kommt zu einer Erregungsbildung. Die Erregung wird über Empfindungsnerven an das Gehirn weitergeleitet und dort verarbeitet. Der Befehl aus dem Gehirn wird über Bewegungsnerven weitergeleitet. Der Befehl wird ausgeführt und es kommt zu einer Reaktion.